Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, um was es heute geht, erzähle ich euch nach dem Intro. Ja Leute, und zwar möchte ich heute meine 7 Lieblings-YouTuber vorstellen. Da habe ich lange überlegt, wie ich das jetzt ranke nach Qualität etc. Und ich habe mir überlegt, ich mache das Ganze nach Qualität und Sympathie. Das heißt, manche YouTuber sind hochgerankt, weil sie mir einfach nur sympathisch sind und andere, weil sie eine Top-Qualität haben. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten YouTuber. Ein YouTuber, der sehr bekannt ist. Ich glaube, er hat jetzt fast 3 Millionen Abonnenten. Und zwar Dena alias Felix von der Laden. Ja, was an Dena mir gefällt, sind die Vlogs. Die Gaming-Videos sind überhaupt nicht mein Ding. Und deshalb ist er auf Platz 7 nur gelandet. Platz Nummer 6 belegt eine YouTuberin, die weniger bekannt ist. Ich glaube, sie hat jetzt 108 oder 107 Abonnenten. Und ich bin auf diese YouTuberin vor, ich würde mal sagen, 2 Wochen gestoßen. Habe jetzt alle ihre Videos angeschaut und finde sie mega, mega, mega verrückt, aber trotzdem sympathisch. Und deshalb würde ich sagen, schauen wir mal in eins ihrer Videos rein. Servus, ich bin's wieder mal hier. Hashtag Alicia aka Vorbild und so, ja. Man merkt richtig, dass nichts gescriptet ist. Und wer YouTuber mag, die was real sind, der ist hier genau richtig. Und genau aus diesem Punkt hat sie bei mir Platz Nummer 6 belegt. Platz Nummer 5 belegt der liebe Die Hude V. Der was mit mir im Tubers Club ist, der liebe Die Hude V belegt einen Platz in dem Ranking, weil ich großen Respekt vor ihm habe. Und das hat folgenden Grund. Die Hude V hatte ein Format, das Busfahrergeschichten hieß. Und aufgrund dieses Formates hat er seinen Job verloren und hat trotzdem nicht aufgehört, YouTube zu machen. Und das ist so ein Punkt, wo ich sagen muss, Respekt. Wenn es mir so gegangen wäre, ich hätte aufgehört. Also Leute, schaut mal bei Die Hude V vorbei. Das ist ein super YouTuber. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Platz. Platz Nummer 3 und 4. Existieren eigentlich beide Kanäle nicht mehr auf YouTube, da sie beide auf Dailymotion ausgewichen sind. Und zwar geht es hierbei um den Kanal Mythenakte und Mythenmetzger. Das sind Kanäle, die beide eher in die Schiene Mystery, Geister etc. gehen, was meiner Meinung nach ein sehr interessantes Thema ist. Und deshalb habe ich sie auch sehr hoch angesetzt, weil das auch ein Thema ist, was mich interessiert. Leider machen die kein YouTube mehr. Ich werde euch trotzdem beide Kanäle mal kurz zeigen. Und ja, wäre cool, wenn ihr das abcheckt. Platz Nummer 2 belegt ein YouTuber, den sich jeder eigentlich denken kann, dass er sehr hoch gerankt ist, nämlich Julian Bam. Julian Bam ist ein YouTuber, der sehr krasse, enorm geile Skills hat. Der hat eine Qualität, da kann kein anderer YouTuber im Moment mithalten im deutschsprachigen Raum. Und deshalb ist er auch so hoch in der Liste. Platz Nummer 1. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wer ist auf Platz Nummer 1 gerankt. Das ist ganz einfach. Es gibt nämlich nur einen YouTuber, wo ich wirklich tagtäglich jedes einzelne Video verfolge. Und der was so einen guten Umgang mit seiner Community hat und so aktiv ist und so auf Kritik Wert legt, nämlich DuckyLP. DuckyLP baut seit 3 Jahren Hogwarts nach, im Survival Mode, im Minecraft. Und da zeige ich euch jetzt ein paar Ausschnitte. Ja, wieso ich jetzt Ducky gewählt habe, das fragen sich bestimmt viele. Ich persönlich kann mich einfach mit seinem Content sehr gut auseinandersetzen. Ich bin ein großer Harry Potter Fan auch, von daher fühle ich mich da auch wohl, dass mit Grund, wieso er so hoch gerankt hat. Nur einen negativen Punkt gibt es an Ducky. Und zwar habe ich Ducky
schon 10-mal gefragt, ob ich bei Wer bin ich mitmachen darf. Ich habe noch keine Antwort von ihm bekommen. Und an dieser Stelle fordere ich jetzt offiziell Dagi raus, Wer bin ich mit mir zu spielen. Wenn Dagi gewinnt, bekommt er von mir persönlich einen Zauberstab von Elbenwald nach seiner Wahl spendiert. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass Dagi nicht gewinnt. Wie dem auch sei, viele werden sich jetzt natürlich auch fragen, es sind generell eher kleinere YouTuber in der Liste. Und ja, ich bin einfach der Meinung, dass auch kleinere YouTuber guten Content liefern können. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen großen YouTuber nehme, wie UpRed, Leo Mascher und so, da ist vielleicht filmisch eine Qualität dahinter, aber kein Niveau. Und ein bisschen Niveau muss sein, bin ich der Meinung. Immerhin schaue ich YouTube jetzt schon seit ich 12 bin. Und ja, früher war einfach das Niveau bei Weitem höher. Wenn ich jetzt einen White Titty nehme oder eine Cold Mirror, die einfach noch Qualität in ihre Videos gesteckt haben und auch überlegt haben, was sie machen. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Heute macht man auf YouTube Klicks, indem man in die Badewanne geht mit Chicken Wings oder in irgendeinem Geschäft schläft, übernachtet etc. Da steckt einfach keine Kreativität dahinter. Und deshalb möchte ich mit dieser Faktenliste einfach ein paar kleinere YouTuber auch supporten. Okay, ich meine, Dagi ist jetzt größer, Julian Bam ist größer, Mythenakte ist größer etc. Aber ich habe auch kleinere YouTuber in die Liste aufgenommen, weil ich einfach finde, dass sie guten Content machen. Und egal wie groß jemand ist, solange der Content gut ist, schaue ich den. Das ist mir egal, wie viele Abonnenten er hat. Und ja, das war's dann für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Abonniert mich da oben. Bis dahin verabschiede ich mich. Ciao.